Im männlichen Badzimmer muss sicher eine Elektrogitarre an, einen guten Beat, einen gewissen Bass. Und es müsste irgendwo durch ein Live sein, weil wir sind recht authentisch. ShaveCheck ist ein Rasierklinge oben und ein Rasiergriff aus Schweizer Holz. Unsere Kunden sparen eigentlich bei jeder Klinge und müssen sich nicht mehr darum kümmern. Und mit dem Rasiergriff aus Schweizer Holz fördern wir das lokale Handwerk. Also ich glaube, das ist ein der Humor, der durchdrückt. Also wir haben ja dann gesagt, scharfe Klingen für echte Kerle. Und haben eben den Gorilla ins Badzimmer gestellt. Interessanterweise haben wir seit der Lancierung des Holzgriffs auch sehr viele Frauen, die unser Produkt kaufen. Und dann fragen, ja, ist das auch für Frauen und wieso machen das nur für Männer? Und das ist eigentlich ein interessanter Input aus Kundenseite. Und wir werden sicher auch eine Frauenlinie lancieren. Ich sage jetzt, ein Traum, der wahrscheinlich am längsten gehalten hat, ist mal etwas mit Elefanten machen. Ich habe immer die Tiere sehr faszinierend gefunden. Ich fand, ich will mal irgendetwas mit Elefanten arbeiten. Jetzt ist es halt ein Gorilla im Badzimmer, aber ist auch gut. Also bei uns war im März einer der besseren Monate, weil wir ja rein online vertreiben und E-Commerce ja generell einen riesen Aufschwung erlebt hat in dieser Corona-Zeit. Und das haben wir auch gespürt. Also es ist eigentlich eher mehr verkauft worden über das Web. Und es wird auch in Zukunft zunehmen. Also ich denke, das ist nachhaltig, der Peak. Die Idee ist eigentlich im Badzimmer entstanden, zusammen mit meinem Mann. Weil er hat sich aufgeregt über die teuren Rasierklingen und ich mich über Griff, wo alle gleich aussehen, gleiche Materialien sind. Für die Frauen sind sie eben oft pink. Und dann haben wir beide gefunden, komm, das könnten wir besser machen. Das eine ist natürlich, wo wir unseren Prototyp live produziert haben. Das ist eben der Rasiergriff von Schweizer Holz. Das haben wir mit dem Thomas Meyer aus dem Drechsler produziert. Und haben gesagt, okay, wenn die Leute den Prototyp kaufen, dann sind wir marktfähig. Und dann haben wir an einem Tag 40 verkauft. Und die Leute haben so Freude gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir in die Produktion. Man muss so schnell wie möglich mit einem Prototyp an den Markt gehen. Also das ist eigentlich das Wichtigste, weil man kann noch so einen Businessplan schreiben und sich vorstellen, was da alles für Zahlen zusammenkommen und Leute. Ich glaube, der Proofpoint hat man erst, wenn die Leute das Produkt oder die Dienstleistung kaufen. Und das spart enorm viel Zeit und Energie, wenn man das wirklich so schnell wie möglich macht und nicht den Anspruch hat, es muss perfekt sein. Das Risikoreichste, was ich wahrscheinlich schon gemacht habe, ist jetzt eben das Start-up eigentlich gründen und all mein Geld reinstecken. Also für mich ist es wirklich all in. Und das baut natürlich schon einen gewissen Druck auf, auch in sich selber, dass man sagt, das funktioniert. Und das spürt man schon mehr, als wenn man jetzt irgendwo angestellt ist, natürlich. Opfer vom Erfolg, das ist eine gute Frage. Opfer vom Erfolg, das... Die sich mit dem Elektrorasierapparat rasieren, weil die haben wie nichts vom Erfolg. Ja. Nein. Also ShaveCheck ist wirklich mein Plan A, B und C. Und einer davon wird funktionieren.